Heute übersetze ich euch das CitizenCon 2951 Panel zum Thema Server Meshing and the State of Persistence. Also Server Meshing und der Zustand der Persistenz. In diesem Panel tauchen einige Fachbegriffe auf, wie zum Beispiel der Replication Layer. Wer jetzt stutzt und mit diesem Begriff zum Beispiel nichts anfangen kann, kann sich gerne mein Video vom 14. August 2021 anschauen, wo diese und andere Begriffe im Detail erklärt werden. Den Link dazu findet ihr hier rechts oben eingeblendet. Ergänzend bzw. aufbauend darauf wiederum findet ihr meine Übersetzung des Server Meshing Q&A vom 11. November 2021. Aber im Laufe dieses Videos erklärt CRG eine Menge dieser Fachbegriffe. Es lohnt sich also unter Umständen, dieses Video zweimal zu gucken. Außerdem gibt es von mir noch eine Zusatzerklärung zur Graph-Datenbank und diese und jene zusätzliche Erläuterung. Jetzt geht's aber rein in dieses Video, wo es nochmals um Server Meshing geht und den Zustand der Persistenz. Viel Spaß! Vorweg, in diesem Video wird von Entitäten gesprochen. Eine Entität, auch Informationsobjekt genannt, aus dem Englischen Entity, wird in der Datenmodellierung ein eindeutig zu bestimmendes Objekt bezeichnet, über das Informationen gespeichert oder verarbeitet werden sollen. Das Objekt kann materiell oder immateriell, konkret oder abstrakt sein. Zum Beispiel ein Fahrzeug, eine Person, ein Zustand. Entitäten können untereinander wie mit sich selbst in Beziehung zueinander stehen. Auch das eine wichtige Information für dieses Video, das Wort Beziehung. Durch Typisierung und Beziehungen, Attribute und Inhalte der Entitäten gelangt man zu einem Datenmodell. Wir merken uns also, eine Entität ist jedes Objekt im Spiel. Vom Müsli-Riegel über Raumschiffe bis hin zu Planeten und Sonnensystemen und sie bilden die Basis für das Datenmodell von Star Citizen. Das Konzept des Servers, das von Anfang an tief verwurzelt war, hat sich in ein Netz, in ein Mesh von Servern verwandelt. Wie löst man dieses Problem? Die Antwort sollte einfach sein. Paul Randall, der Director für Online Technology bei CRG, gibt uns zusammen mit Benoit Beauséjour, dem Chef der Firma Turbulent, einen Einblick in die Technologie des persistenten Streamings und des Server-Meshings. In diesem Vortrag erhalten wir einen kurzen Überblick über die aktuelle Streaming- und Server-Architektur. CRG plant, die bestehende Technologie in etwas umzuwandeln, das sie persistentes Streaming und Server-Meshing nennen. Bevor wir uns mit persistentem Streaming und Server-Meshing beschäftigen und damit, wie diese neue Technologie funktionieren wird, lasst uns einen kurzen Blick auf Entity-Streaming, also das Streamen von Entitäten werfen und darauf, wie ein Star Citizen-Sonnensystem aufgebaut ist. Cool, let's get started. Jedes Sonnensystem kann als ein riesiges Level betrachtet werden, in dem jedes einzelne Objekt innerhalb des Sonnensystems, von der Sonne bis zum Meteoritengestein, als eine Map enthalten ist. Da es sich hierbei um eine große Datenmenge handelt, wird das Setup in eine Hierarchie von verschachtelten Object-Containern aufgeteilt, die einzeln ein- und ausgestreamt werden können. Wenn man sich eine abstrakte Ansicht von Stanton anschaut, beginnt alles als ein Object-Container. Dieser Object-Container enthält die Sonne, die Planeten und die Monde um jeden Planeten. Jeder dieser Orte hat dann seinen eigenen Object-Container. Und wenn man sich den Mond genauer ansieht, findet man die Objekte, die um den Mond herum angeordnet sind, in diesem Object-Container. Zum Beispiel eine Raumstation, die den Mond umkreist. Dieser Aufbau wiederholt sich und die Raumstation könnte über mehrere Räume aufgebaut werden, die auch jeweils durch einen eigenen Object-Container definiert sind. Zusätzlich zu der statischen Hierarchie von Object-Containern gibt es auch andere, dynamische Einheiten, die das Universum zum Leben erwecken. NPCs, einen interaktiven Verkaufsautomaten und natürlich Spieler und Raumschiffe. Die meisten dieser Entitäten sind ebenfalls aus einer Hierarchie aufgebaut. Ein Spieler hat zum Beispiel einen Körper, einen Undersuit, einen Unteranzug und eine damit verknüpfte Rüstung. Und das sind alles Shard-Entities des Spielers.
Das Streaming-System behandelt diese Mini-Hierarchien als Streaming-Gruppen, um sicherzustellen, dass ein Objekt wie ein Raumschiff immer als eine Einheit behandelt wird. Das Laden von ganz Stanton in den Speicher und das Simulieren jeder einzelnen Entität wäre hinsichtlich des Berechnungsaufwands sehr teuer, besonders auf dem Client, aber auch auf einem einzelnen Server. Vor diesem Hintergrund hat CIG das sogenannte Entity Bind Culling und Object Container Streaming entwickelt, was es ermöglicht, Objektcontainer und Streaminggruppen individuell zu streamen. Wenn der Spielserver startet, werden alle Entitäten und Objektcontainer im Sonnensystem in den lokalen Speicher des Spielservers geladen. Diese Entitäten werden nicht hereingestreamt. Es werden lediglich Anfangszustand und Serverspeicher zugesichert. Wenn ein Spieler eine Verbindung herstellt, wird eine sogenannte Streaming-Bubble, eine Streaming-Blase, um jeden Spieler herum erzeugt. Und Objektcontainer sowie Streaming-Gruppen, die vom Standpunkt des Spielers aus sichtbar sind, werden innerhalb dieser Blase betrachtet. Jeder Objektcontainer, der sich innerhalb der Blase befindet, streamt seinen Inhalt. Und jede Streaming-Gruppe, die sich in der Blase befindet, wird ebenfalls auf den Server gestreamt und dann an den Client repliziert. Entitäten werden innerhalb der Stream-Bubble betrachtet, wenn ihre projizierte Bildschirmgröße auf einer virtuellen 1080p-Ebene größer als 5 Pixel ist, basierend auf der Entfernung des Spielers. Ein großes Objekt wie der Mond wird also aus der Ferne, wenn er aus der Sicht des Spielers größer als 5 Pixel ist, innerhalb der Blase betrachtet. Hingegen ein kleines Objekt wie ein Schiff wird erst dann innerhalb der Blase betrachtet, wenn es sich viel näher am Spieler befindet. Wenn der Spieler beginnt, sich durch das Universum zu bewegen, werden Entitäten, die die Streaming-Bubble verlassen, sozusagen entbunden. Und der Replication-Layer wird diese Entitäten vom Client entfernen. Entitäten, die in die Streaming-Bubble hereinkommen, werden an den Client gebunden, was den Netzwerk-Layer dazu veranlasst, diese Entitäten an den Client zu replizieren, wodurch sie hineingestreamt werden. CIG nennt diese Technik Entity Bind Culling, weil das Streaming auf dem Client von dem Netzwerk-Layer gesteuert wird. Das Binden und Entbinden von Entitäten. Wenn sich Entitäten nicht in einer Client-Streaming-Blase befinden, also keine Spieler in ihrer Nähe sind, werden diese Entitäten auch vom Server rausgestreamt. Sie gehen somit zurück in einen Ruhezustand, in dem sie nicht weiter simuliert werden. Dieses Modell funktioniert recht gut auf dem Client. Auf dem Server lässt es sich jedoch nicht gut skalieren. CIG streamt zwei Entitäten auf den Server, wenn kein Spieler in der Nähe ist, aber die suboptimale Verteilung der Spieler wird dazu führen, dass der DGS, der dedizierte Spielserver, dennoch den Großteil der Entitäten lädt und berechnet. Und je mehr Clients sie versuchen, einem bestimmten Spielserver zuzuweisen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich ein Spieler an jedem einzelnen Standort befindet. Und das macht im Grunde den Vorteil von Server-Side-Streaming zunichte. Wie löst CIG dieses Problem also? Die Antwort sollte einfach sein. Erlaube mehrere Instanzen des Spieleservers zusammenzuarbeiten, damit sie sich die Arbeit aufteilen können. Nun, ganz so einfach ist es nicht. Werfen wir also einen Blick auf die aktuelle Architektur. Zurzeit hat CIG eine traditionelle Client-Server-Architektur. Eine Instanz eines dedizierten Spielservers, eines DGS, bedient bis zu 50 Clients. Dies wird als Instanz bezeichnet, da der dedizierte Spieleserver seine eigene Instanzansicht des persistenten Universums hat. Sobald ein Server voll ist, wird eine neue Serverinstanz gestartet, die dann weitere 50 Spieler bedient. Wie wir bereits gesehen haben, wird bei der Erstellung einer DGS-Instanz eine Kopie, eine eigene Version des Stanton-Systems in den Speicher des lokalen Servers geladen. Daher verfügt jede dedizierte Spielserverinstanz über eine eindeutige Kopie jedes einzelnen Objekts, das Teil von Stanton ist. Da diese Entitäten aber nur im Speicher des Spielservers existieren, werden sie beim Beenden der Instanzen gelöscht. Ziel des Server-Meshings ist es, die Zusammenarbeit mehrerer DGS-Instanzen zu ermöglichen und die Simulationskosten zwischen jedem Server und dem Mesh aufzuteilen. Im besten Fall können Sie bis ins Unendliche skalieren, indem Sie dem Mesh weitere Knoten hinzufügen.
Wie wir bereits gesehen haben, speichert jeder Serverknoten den Zustand der Entitäten lokal. Wenn CRG diese Server miteinander vernetzen will, müssen sie einen effizienten Weg finden, um den Zustand zwischen den einzelnen Servern zu synchronisieren. Mit der derzeitigen Architektur würde dies eine Menge von Synchronisationspunkten zwischen jedem Knoten erfordern. Das ist ein exponentielles Problem, denn im schlimmsten Fall müsste jeder Knoten mit jedem anderen Knoten im Netz kommunizieren, was die Möglichkeit zur Skalierung stark einschränkt. Um dieses Problem zu lösen, trennt CRG die Simulation und die Replikation. Anstatt einfach mehrere dedizierte Spielserver miteinander zu vernetzen und deren Status untereinander zu synchronisieren, führen sie einen neuen Layer ein, eine neue Schicht, den Replikationslayer. Der Replikationslayer hat zwei Hauptfunktionen. Er hält den Zustand jeder Entität im Speicher vor und repliziert den Zustand an die Clients, aber auch an den Serverknoten. Paul spricht von Serverknoten, weil bei dieser Einrichtung der traditionelle, dedizierte Spielserver zu einem Spielserverknoten wird. Dieser Serverknoten stellt eine Verbindung zum Replikationslayer her, ganz ähnlich wie ein Client, nur dass eine Teilmenge der Entität auf diesen Serverknoten repliziert wird. Die Replikation zu den Serverknoten wird durch den Network Bind Culling Algorithmus gesteuert, den wir zuvor gesehen haben, und der wird durch die Streaming Bubbles gesteuert, durch die Streaming Blasen. Alles funktioniert in etwa wie bei den Clients. Dem Serverknoten sind bestimmte Streaming Bubbles zugewiesen, die hier die Replikation auslösen und somit veranlassen, Entitäten aus diesen Streaming Bubbles auf die Serverknoten zu replizieren. Im Gegensatz zum Client des Spielers hat ein Serverknoten die zusätzliche Verantwortung, den serverseitigen autoritativen Code für diese Entitäten auszuführen, die KI zu kontrollieren, die Schadensberechnungen durchzuführen und so weiter und so fort. Das Ergebnis der Simulation wird dann vom Serverknoten an den Replikationslayer zurückgeschrieben und von dort wird es an alle angeschlossenen Clients und andere Serverknoten repliziert. Da sich Streaming-Bubbles überschneiden können, können Entitäten auf mehrere Serverknoten repliziert werden und auf die gleiche Weise repliziert werden, wie sie derzeit an mehrere Clients von Spielern am gleichen Ort repliziert werden. Um zu vermeiden, dass zwei Serverknoten versuchen, dieselbe Entität zu simulieren, kann nur ein Serverknoten die Autorität über eine bestimmte Entität haben. Und nur dieser Server darf den Entitätsstatus zurück in den Replikationslayer schreiben. Dies ist in der Regel der erste Serverknoten, der die Entität repliziert, und andere Serverknoten werden nur Client-Code auf diesen Entitäten ausführen. Im Grunde kann man einen Spiele-Serverknoten als Client mit der Berechtigung sehen, das Ergebnis seiner lokalen Simulation zurück in den Replikationslayer zu schreiben. Zusammengefasst und einfacher gesagt, kann man einen Spiel-Serverknoten als Client mit der Berechtigung sehen, das Ergebnis seiner lokalen Simulation zurück in den Replikationslayer zu schreiben. Autorität kann zwischen Serverknoten übertragen werden. Zum Beispiel, wenn eine Entität die Streaming-Bubble des aktuellen autoritativen Servers verlässt, wird sie dann an den nächsten Serverknoten weitergeleitet, in den diese Entität gerade gestreamt wird. Bei Bedarf können weitere Befugnisse zwischen Serverknoten übertragen werden, um die Netzwerklast auszugleichen. Da CRG nun mehrere Serverinstanzen miteinander vernetzt hat, um einen gemeinsamen Zustand des Universums zu simulieren, nennen sie dies nicht mehr Instanz, sondern sie nennen es Shard. Ein Shard ist immer noch eine einzigartige Version des Universums. Es wird immer mehrere Shards geben, die parallel laufen. Das Server-Mesh jedoch wird das derzeitige Limit von 50 Spielern aufheben und es wird CRG ermöglichen, die Anzahl der Spieler, die sie innerhalb eines Shards unterstützen können, stetig zu erhöhen. Es wird einige Zeit dauern und in der ersten Version vom Server-Meshing wird sich im Vergleich zur heutigen Situation kaum etwas ändern. Es werden zu Beginn also sehr viele Shards parallel laufen. Aber diese Technologie wird es CRG ermöglichen, das Universum so zu skalieren, dass es ein echtes MMO-Erlebnis wird. Es gibt einige grundlegende Unterschiede zwischen einem Shard und einer Instanz. Und dafür müssen wir uns den Replikationslayer genauer ansehen und ein wenig über persistentes Streaming sprechen. Zuvor wurde der Entitätsstatus
vollständig im Speicher des dedizierten Spielservers vorgehalten. Und abgesehen von einigen ausgewählten, dauerhaften Spielgegenständen ging der gesamte Status verloren, wenn der Server heruntergefahren wurde oder abstürzte. Der Replikationslayer ist grundlegend anders, da der gesamte Zustand des Universums in einer Graph-Datenbank gespeichert wird. Was ist eine Graph-Datenbank? Im Gegensatz zu einer relationalen Datenbank, die auf der tabellarischen Organisation von Daten basiert, sind Graph-Datenbanken speziell zum Speichern und Navigieren von Beziehungen konzipiert. Eine Graph-Datenbank ist also eine Datenbank, die so konzipiert ist, dass die Beziehungen zwischen den Daten genauso wichtig sind wie die Daten selbst. Sie ist dafür gedacht, Daten zu speichern, ohne sie auf ein vordefiniertes Modell einzuschränken. Stattdessen wird gespeichert, wie jede einzelne Entität mit anderen Entitäten verbunden ist und oder mit ihnen in Beziehung steht. Während andere Datenbanken die Beziehungen zur Abfragezeit durch aufwendige und damit teure Operationen berechnen, speichert eine Graph-Datenbank die Verbindungen zusammen mit den Daten im zugrunde liegenden Modell. Die Beziehungen ermöglichen es, die Daten im Speicher direkt miteinander zu verknüpfen und in vielen Fällen mit einem einzigen Vorgang abzurufen. Die Abfrage von Beziehungen ist schnell, da sie ständig in der Datenbank gespeichert sind. Der Zugriff auf Knoten und Beziehungen in einer nativen Graph-Datenbank ist ein effizienter, zeitlich konstanter Vorgang und ermöglicht es, schnell Millionen von Verbindungen pro Sekunde und Kern zu durchlaufen. Unabhängig von der Gesamtgröße des Datensatzes eignen sich Graph-Datenbanken hervorragend für die Verwaltung stark vernetzter Daten und komplexer Abfragen. Mit nur einem Muster und einer Reihe von Startpunkten durchsuchen Graph-Datenbanken die benachbarten Daten um die anfänglichen Startpunkte herum. Wofür sind Graph-Datenbanken wichtig? Ihr ahnt es bereits. Nur durch Graph-Datenbanken ist es großen Verkaufsplattformen zum Beispiel möglich, uns Verkaufsempfehlungen zu geben oder personalisierte Werbung zu schalten. Interessen, Freunde, Historien und alles, was wir im Netz innerhalb einer Plattform machen, wird gespeichert und in Beziehung zueinander gebracht. So werden in Millisekunden Empfehlungen und Werbungen geschaltet und analysiert, was uns noch interessieren könnte, welche Menschen mit ähnlichen Interessen was gekauft oder angeschaut haben und so weiter und so fort. Willkommen in der vernetzten Welt. Aber Graph-Datenbanken sind auch in der Lage, Betrug zu verhindern. Finanz- und Kauftransaktionen können nahezu in Echtzeit verarbeitet werden. Mit schnellen Graph-Abfragen kann erkannt werden, dass verschiedene Käufer dieselbe E-Mail-Adresse und dieselbe Kreditkarte verwendet haben. Man kann ganz einfach Beziehungsmuster erkennen, wie beispielsweise mehrere Personen mit einer persönlichen E-Mail-Adresse an verschiedenen physischen Adressen zugange sind. Milliarden Beziehungen und Daten können in Millisekunden abgefragt und ausgewertet werden. Was sind im Zusammenhang mit der Graph-Datenbank Edges? Der Graph verknüpft die Datenelemente im Speicher mit einer Sammlung von Knoten und Kanten, sogenannten Edges. Und diese Edges, das sind die Beziehungen zwischen den Knoten. Diese Edges zwischen den Knoten werden in einer Shard-Datenbank optimiert. Für CIGs komplexes Vorhaben, Spieler weltweit in einem Spieluniversum sozusagen zu vereinen und jeden Zustand und jedes Objekt in dieser Welt persistent vorzuhalten, bedarf es unter anderem auch einer solchen hocheffizienten, hochleistungsfähigen Graph-Datenbank. Und diese Graph-Datenbank nennen sie Entity Graph. Entity Graph ist eine Weiterentwicklung des ursprünglichen iCache. Wenn Sie einen neuen Chart erstellen, wird der anfängliche Entity-Status des Universums in diese Datenbank eingefügt. Das geschieht offline, bevor Sie Spieler einem Chart beitreten lassen. Wenn der Chart online geht, speichert das Replikations-Mesh den Zustand des Entity Graph. Wenn sich Spieler mit dem Chart verbinden und neue Serverknoten erstellt werden, startet die Simulation und verändert den Zustand des Universums. Der Replikationslayer repliziert nicht nur Zustandsänderungen, um Spieler und Serverknoten zu verbinden, er repliziert den Zustand auch im Entity Graph.
Da der Entity Graph eine persistente Datenbank ist, geht der Zustand des Shards nie verloren. Und selbst wenn der Shard heruntergefahren wird, kann der persistente Zustand zu einem späteren Zeitpunkt wiederhergestellt werden. Der Entity Graph ist CIGs Lösung zur Persistenz der Spielwelt. Das ist ein grundlegender Unterschied zu dem, was heute im Spiel passiert, wo nur Gegenstände, die man besitzt, auch tatsächlich gespeichert werden. CIGs Ziel ist es, den Zustand des Replikationslayers zu speichern, der alle Entitäten in einem gegebenen Universumsshard speichert, um eine wirklich persistente Welt zu schaffen, in der die Aktionen, die man als Spieler durchführt, die Umgebung in der Spielwelt dauerhaft beeinflussen können. Der Entity Graph, wie der Name schon sagt, speichert Spieldaten als Graph. Diese Darstellung ist nativ für die Spielengine, weil sie intern die Datenstrukturen, die das Spiel verwendet, schreibt und verändert. Die Verwendung einer Graphstruktur hat einige Vorteile. Im Grunde speichern sie eine gigantische Indexliste von Knoten und Edges und ruft sie ab. Diese Edges zwischen den Knoten werden in einer Shard-Datenbank optimiert. Um das System richtig zu erklären, müssen wir zuerst die Spielwelt so sehen, wie die Spielengine sie sieht. Spielobjekte sind aus mehreren Spielentitäten aufgebaut, die in einer hierarchischen Struktur miteinander verbunden sind. Man kann sich das wie einen Baum vorstellen, der eine spezielle Art von Graph ist. Auf diese Weise hält und simuliert die Spielengine die Elemente auf dem Bildschirm, während sie die Simulation ausführt. In einer Server-Meshing-Welt halten die Replikationslayer so die Entitäten im Speicher für jedes ihrer zugewiesenen Territorien. Ein Schiff besteht zum Beispiel aus mehreren Einheiten, die die verschiedenen Teile des gesamten spielbaren Vehicles ausmachen. Jedes Teil, jede Entität ist einer anderen Entität über- oder untergeordnet und alles führt zurück auf die Root des jeweiligen Basisobjektes, in diesem Fall auf die Root des Schiffes. Im Folgenden wird dieser Begriff Root häufiger genannt. Root kommt aus dem Englischen und heißt eigentlich Wurzel, sprich ein Ausgangspunkt, die Basis von etwas. Einige von euch kennen vielleicht das Root-Konto. Es handelt sich hier um das erste, das Super-User-Konto, das bei der Installation eines Betriebssystems angelegt werden muss und das mit weitreichendsten Zugriffsrechten ausgestattet ist. Auch Microsoft-User wissen vielleicht, dass ihr Laufwerk C bzw. das Betriebssystemverzeichnis das Root-Verzeichnis, das Stammverzeichnis ist. Weiterhin ist ein Stamm im sprachlichen Kontext auch ein zentraler Teil eines Wortes, dem andere Bestandteile, wie zum Beispiel Vor- und Nachsilben, zugesetzt angehängt werden. Insofern werde ich hier im weiteren fortlaufenden Text Root mit Stamm übersetzen, den zentralen Teil einer Entität oder eines Datenbankobjekts. Jeder dieser Entitätsknoten besitzt Eigenschaften, die sich darauf beziehen, was die Entität im Spiel darstellt. Die Klasse des Objekts, der Gegenstandstyp, sein rechtmäßiger Besitzer, die Ausrichtung und natürlich den genauen physischen Ort innerhalb der Spielwelt. Jedes Edge im Graphen qualifiziert die Beziehung zu einem Elternteil. Im Falle des Schiffes speichern die Edges Eigenschaften, die dem System mitteilen, über welchen Port die Entität mit der übergeordneten Entität verbunden ist und um welche Art von Verbindung es sich handelt, Item-Port-Verbindung, Zonenverbindung und so vieles andere. In einer Constellation sind zum Beispiel die verschiedenen Hauptabschnitte des Schiffes Entitätsknoten mit Beziehungen, mit Edges zum Schiffsstamm. CRG bezeichnet den kleinen Graphen als Gegenstandsaggregat, weil er eine ganz bewegliche Einheit darstellt. Der Schiffsstamm wird in diesem Fall Aggregatsroot, Aggregatsstamm genannt, weil sie an der Spitze eines logischen Objekts steht. Man kann sich das, was man normalerweise einen Gegenstand nennt, als Aggregat vorstellen, wobei der Aggregatsstamm der eigentliche Gegenstand ist, über den man spricht. Eine FPS-Waffe mit installiertem Zielfernrohr, Magazin und Laservisier ist zum Beispiel eine kleine Hierarchie von Einheiten. CRG unterscheidet den aggregierten Stamm von anderen Knoten, indem sie ihr ein Label geben.
Labels ermöglichen es CIG, Knoten eines bestimmten Typs zu unterscheiden und schnell zu finden, entweder indem sie Teile des Graphen abrufen oder indem sie bestimmte Knoten suchen. Diese Bezeichnungen existieren, um eine korrekte Umkehrung der Graphdaten zu ermöglichen, wenn sie nach bestimmten Sachen in der Spielwelt suchen. Streaminggruppen, Universumsstamm, Sonnensystemsstamm und so weiter. Sie können diese Typen wirklich nachschlagen und indexieren. Aber die Baumtiefe hört hier nicht auf. Für ein voll funktionsfähiges Schiff werden zusätzliche Informationen benötigt. Das Innere jeder dieser strukturellen Einheiten muss ausgearbeitet werden. Object-Container sind die Bausteine, mit der die Raumaufteilung erreicht wird und die Hierarchie der Schiffsteile aggregieren. Tatsächlich werden die meisten Hauptbereiche von Schiffen als Object-Container-Entitäten dargestellt, die mit dem Schiffsstamm oder anderen Object-Containern verbunden sind. Die Form, die diese Daten in der Realität annehmen, wird von den Designern bestimmt. Natürlich enthält jeder dieser Object-Container auch Entitätshierarchien, um die üblichen statischen und dynamischen Entitäten zu erweitern, mit denen wir zu spielen gewohnt sind, wie zum Beispiel Aufzüge, Betten, Kanonen, Sitze, Gimbals und andere. Zusätzlich zu den Object-Containern, die die Struktur des Schiffes bilden, können auch andere Aggregate in der Hierarchie unseres Schiffes angebracht werden. Zum Beispiel wird ein Rover, der im Frachtraum unserer Conny geparkt ist, als Unteraggregat an das Cargo-Grid, das Frachtgitter unseres Schiffes, angehängt. Dasselbe gilt für austauschbare Türme und wiederum über Item-Ports verfügen wir über die Möglichkeit zur Anbringung von Geschützen. Für jeden dieser Entitätsknoten wird auch ein Snapshot-Dokument gespeichert, ein Schnappschuss-Dokument. Dieses Dokument enthält alle Laufzeitwerte, die die Spielkomponenten mit diesen Entitäten verbinden. Bei diesen Daten handelt es sich um den dynamischen Teil des Modells, in dem Spielentwickler Variablen für jede Entität in der Spielwelt gemäß den Regeln einer Spielkomponente aufrechterhalten können. Zum Beispiel werden Schadens- und Gesundheitsdaten im Snapshot-Dokument dieser Schiffsentitäten gespeichert. Das Speichern und Abrufen von Daten in Graphform hat wirklich einige großartige Eigenschaften, erzählt Benoit. Es ist eine native Struktur der Spielengine, sodass sie schnell geladen wird. Es ist sehr einfach und effektiv zu serialisieren und zu transportieren, da es sich nur um eine Liste von Knoten und Kanten handelt. Es gibt optimierte Datenbanken, die es CIG ermöglichen, Entitäten rekursiv in einem Traversal schnell abzurufen und der Datensatz kann zuverlässig auf mehrere Datenbankinstanzen aufgeteilt werden. Ein Schlüsselelement hier und ein großer Vorteil von Graph-Datenbanken ist auch, dass Schreibvorgänge reduziert werden können. Wird zum Beispiel ein Detachment-Befehl zum Lösen einer Komponente von einer Waffe durchgeführt, wird dazu eine Entität aus der Hierarchie herausgelöst. In diesem Fall muss lediglich ein einzelnes Edge gelöscht werden, was eine sehr kostengünstige Operation ist. Ein netter Nebeneffekt ist auch, dass es sich um immer denselben Vorgang handelt, egal ob Sie eine einzelne Entität oder ein ganzes Aggregat löschen. In beiden Fällen muss ein einzelnes Edge, also eine einzelne Verbindung, gelöscht werden, um die Abtrennung durchführen zu können. Wenn wir mit unserem Rover das Schiff verlassen, ein Geschütz demontieren, um es zu ersetzen, oder einen Geschützturm verkaufen, ist das eine wirklich günstige Rechenoperation. Und das ist gut, weil gerade solche Vorgänge sehr häufig passieren. Im Vergleich zu dem tabellarischen Ansatz einer relationalen Datenbank, bei dem für jeden Schreibvorgang Indexspalten gepflegt werden müssen, die alle Objekte mit dem Aggregatsstamm verknüpfen, ist dies eine wirklich große Leistungssteigerung. Die gleichen Eigenschaften gelten für den Befehl Attach, also Hinzufügen einer Komponente, der nur ein einziges Edge erstellen muss, damit Objekte wieder mit der Hierarchie verbunden werden, sei es durch Hinzufügen einer Komponente oder durch Andocken eines Schiffes an einem anderen Schiff oder einer Station. Die Befehle Attach und Detach sind zwei der vielen semantischen Befehle, die die Entity Graph API, also die Entity Graph Programmierschnittstelle, erlaubt, um den Graph zu verändern. Andere Beispiele für verschiedene Befehle sind erstellen, besitzen, übertragen, stapeln, entstapeln, Standortwechsel, Snapshotwechsel, vergraben, verstauen, entstauen und so weiter. Eine wichtige Änderung, eine Ergänzung, die mit dem Entity Graph einhergeht, ist auch die Art und Weise, wie Veränderungen, sogenannte Mutationen, in der Datenbank angewendet werden. Jede Mutation besteht aus mehreren Befehlen, die nacheinander ausgeführt werden, aber transaktional in die Datenbank übertragen werden.
Sie sind entweder zusammen erfolgreich oder scheitern zusammen und werden zusammen zurückgesetzt. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Änderungen am Graph immer konsistent sind und dass keine Schreibfehler zu Datenbeschädigungen führen können. Eine Mutation, die aus den Befehlen Detached Transfer und Attach besteht, wäre beispielsweise nur dann erfolgreich, wenn alle drei Befehle erfolgreich angewendet werden. Das System ruft einen konstanten, geordneten Strom von Mutationen von den Replicant Scribes, also von den Replikant-Schreibern ab, die Teil der Replikationslayer sind und sich in dauerhaften Warteschlangen einreihen, sogenannten Queues, um sicherzustellen, dass keine Nachrichten verloren gehen, selbst wenn der Service nicht mehr verfügbar ist oder pausiert. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Grafik nicht nur eure Schiffe und Gegenstände umfasst, sondern die gesamte Spielwelt auf diese Weise aufgebaut ist. Euer Schiff ist mit der Zone Host Location verbunden, in der ihr euch aufhaltet. Euer Spielcharakter ist mit eurem Schiffsseat verbunden, wenn ihr es steuert. Das wiederum mit Planeten und dem Sonnensystemstamm verbunden ist. Und hier haben wir einen neuen Begriff. Seed. Die Spielwelt muss persistent sein, bevor sie repliziert und mutiert werden kann. Dies ist Teil eines Prozesses namens Seeding, bei dem eine neue Datenbank vom Replikationslayer erstellt wird. Während dieses Prozesses werden zunächst Millionen von Entitäten in einer Art Urknall erzeugt. In dieser Phase wird jeder Object-Container, jede kleinere und größere Entität, vom Planeten bis zum Türknauf, dem Entity-Graph im jeweiligen Standardzustand hinzugefügt. Dies ist der Zustand, den die Designer als Anfangszustand der Welt festgelegt haben. Dieser Prozess geht vom Universumsstamm zum Sonnensystemstamm hinunter und in die verschiedenen Gebiete und Planeten, in ihre Landezonen, Gebäude, Räume, bis hin zur kleinstmöglichen Einheit. Es gibt mehrere Arten von Entitäten, die während dieses Prozesses entstehen. Erstens gibt es nicht streamfähige Entitäten, die das Skelett, das Grundgerüst des Universums bilden. Das sind Entitäten, die man nicht zu sehen bekommt, die aber ein Teil der Spielwelt sind und immer auf jedem Knoten im Netzwerk vorhanden sind. Durch die Suche nach nicht streambaren Entitäten ist die Spielwelt in der Lage, die anderen Arten von Entitäten in euren Client und in das Server-Mesh zu streamen. Auf Basis dieser Entitäten werden andere Entitäten hereingestreamt. Statische Entitäten bilden den Teil der Spielwelt, mit der man nicht interagieren kann. Die meisten Map-Objekte, zum Beispiel Gebäude wie der Hurston Tower, Räume und Wände von Krankenhäusern oder die G-Log-Bar, bestehen aus solchen statischen Entitäten. Und der letzte Typ sind dynamische Entitäten. Das sind Objekte, die wir als Spieler manipulieren können. Eine Flasche auf einer Bar, eine Tür und eine Schiffskomponente. Alles, mit dem wir interagieren, wenn wir das Spiel spielen. Natürlich werden während des Seedings auch alle Object-Container als Teil dieser Hierarchie geseedet und die Form der zu ladenden Subgraphen kommuniziert. Der Seeding-Prozess dauert ein paar Minuten. Die neu erstellte Datenbank repräsentiert eine komplette Dimension des Universums und bleibt nun bestehen, wenn sie von Spielern verändert wird. Während wir das Spiel spielen und uns mit unserem Schiff fortbewegen, bewegt sich unsere Spielfigur-Entität von Ort zu Ort und wird auf ihrer Reise mit neuen Zonen verbunden. Unser Spieleraggregat ist selbst Teil des Graphen und unser Standort und Zustand werden vom Replication Scribe, vom Replikationsschreiber, in den Entity Graph persistent reingeschrieben, gespeichert. Wenn wir mit dynamischen Objekten interagieren und sich damit ihre Eigenschaften ändern, bleibt der Zustand dieser Entität nicht erhalten, bis diese Instanz der Datenbank wieder freigegeben wird. Es gibt tatsächlich mehrere Kopien des Universums, die zu einem bestimmten Zeitpunkt geseedet werden. Diese Kopien nennt CIG Shards. Jeder Shard ist eine einzigartige Kopie der Spielwelt, komplett mit all ihren Entitäten und einzigartigen Zuständen. Betrachtet es als ein alternatives Universum. Dynamische Entitäten, die in jeder Dimension verändert wurden, haben unterschiedliche Zustände. Die Flasche auf der Bar wurde verschoben. Oder die Tür wurde geöffnet, geschlossen, zerstört. Es könnte sein, dass sich die Zustände zwischen den Shards unterscheiden.
Diese Technik ist eine Möglichkeit, die Skalierbarkeit zu erhöhen, wenn die Spielerbasis wächst. Ein einziger Shard kann mehrere Millionen von Entitäten beherbergen. Und wenn jede Shard-Datenbank selbst geclustert ist und erheblich über eine einzelne Maschine hinauswachsen kann, gibt es einen Punkt, an dem mehrere Cluster erforderlich sind. Kurz zum Thema Cluster. Unter Datenbank-Clustering versteht man die Kombination mehrerer Server oder Instanzen, die eine einzige Datenbank verbinden. Manchmal reicht ein Server nicht aus, wie in diesem Fall, um die Datenmenge oder die Anzahl der Anfragen zu verwalten. Dann wird ein Datencluster benötigt. Beim Datenbank-Clustering arbeiten mehrere Computer zusammen, um Daten untereinander zu speichern. Dies bietet den Vorteil der Datenredundanz. Alle Computer sind synchronisiert, das heißt, jeder Knoten verfügt über genau dieselben Daten wie alle anderen Knoten. In einer normalen Datenbank müssen Wiederholungen, also Redundanzen, eigentlich möglichst vermieden werden, unter anderem um Datenmehrdeutigkeiten zu vermeiden und die Datenbankgröße nicht explodieren zu lassen. Die Art der Redundanz, die das Clustering bietet, dient vor allem der Synchronisation. Falls ein Computer oder ein Server ausfällt, stehen den anderen Computern alle Daten zur Verfügung. Die Hauptgründe für Datenbank-Clustering sind die Vorteile, die ein Server erhält. Datenredundanz, Lastausgleich, Hochverfügbarkeit und schließlich die Überwachung und Automatisierung. Alles Punkte, die für Star Citizen extrem wichtig sind. Das im Folgenden erwähnte Matchmaking-System wird aktuell zusammen mit dem Server-Meshing entwickelt. Matchmaking ermöglicht es, Spieler anhand mehrerer Eingabeparameter den Shards zuzuordnen. Es wird also verwendet, um Spieler mit ihren Freunden einem Shard zuzuordnen oder auch anhand des Parameters, wo ein Spieler die meisten Gegenstände in der offenen Welt zurückgelassen hat. Auch erlaubt Matchmaking auf Basis der Graph-Datenbank fortgeschrittenere Parameter zu verwenden, wie zum Beispiel die Reputation und andere versteckte Spielerdaten, die CIG verfolgt. Und nicht zuletzt sorgt Matchmaking dafür, dass eine gute Mischung an gesetzestreuen und gesetzlos spielenden Menschen einem Shard zugewiesen werden. Wenn wir dem persistenten Spieluniversum beitreten, erzählt Benoit weiter, wird das Matchmaking-System umgestellt, um den richtigen Universums-Shard für euch zum Spielen auszuwählen, wobei mehrere Datenpunkte verwendet werden, wie der Standort eurer Freunde, eure aktive Gruppe, die letzte Spielsitzung und oder auf welchen Shards sich noch Gegenstände von euch befinden. Damit soll sichergestellt werden, dass ihr so weit wie möglich auf demselben Shard landet, auf dem ihr als Spieler zu sein erwartet. Um ein nahtloses Spielerlebnis zu bieten, wäre es schrecklich, wenn man Gegenstände verliert, die man benutzt, wenn man sich auf einer bestimmten Map befindet oder wenn der Charakter für immer an eine Map gebunden ist. Um dies zu erleichtern, enthält das System das Konzept der verstauten und unverstauten Entitäten. Eine Entität gilt als unverstaut, als nicht verstaut, wenn sie derzeit in einer Shard-Datenbank aktiv ist und von den Arbeitsknoten des Replikationslayers aktiv simuliert wird. Verstaute Entitäten sind Entitäten im Besitz des Spielers, die in Inventarcontainern oder Location-Inventaren gespeichert sind. Diese Entitäten befinden sich in einer ganz anderen Datenbank, der globalen Datenbank, einer großen Cluster-Datenbank, die sich über alle Shards erstreckt. Aggregierte Stämme in einem Shard werden gespeichert und mit Edges zu Inventarknoten verbunden. Jede Entität in einem Shard kann einen Inventarknoten in einer globalen Datenbank haben, um Entitäten darin abzulegen. Zum Beispiel würde eine Box-Entität, die in einem Shard nicht verstaut ist, einen Inventarknoten in der globalen Datenbank haben, um ihren Inhalt dort zu speichern. Dieses Konzept ermöglicht es, nicht simulierte Entitäten in einer nicht Shard-spezifischen Datenbank vorzuhalten, während das Live-Aggregat innerhalb der Shards verbleibt. Wenn wir als Spieler zwischen den Shards wechseln, wird unser spielender Charakter in das ausgewählte Shard geladen. Durch diesen Vorgang werden die aggregierten Spielerdaten von der globalen Datenbank in die Shard-Datenbank verschoben. Die Spielerentität wird nun von den Arbeitsknoten im Spiel simuliert und wird regelmäßig aktualisiert, während ihr spielt und euch in der Spielwelt bewegt. Vom Aesop-Terminal aus auf Entitäten zuzugreifen, auf ein Schiff oder ein Fahrzeug, bedeutet also im Grunde genommen, Daten von der globalen Datenbank abzurufen.
Das gleiche gilt für das persönliche Inventar oder das Frachtinventar. Wenn ihr euer Schiff zum Spawnen anfordert, wird das System das Schiff auf einem Landeplatz laden und dort visualisieren, indem es eine Shard-Mutation sendet. Wenn ein Schiff während des Parkens an einem Reststop despawnt, wird es in der globalen Datenbank gespeichert, sodass es jedem Shard zum Laden zur Verfügung steht. Die globale Datenbank ist also der Ort, an dem sich alle verstauten, gespeicherten Gegenstände befinden werden. Heldengegenstände werden dabei immer zur Verfügung stehen, so sie nicht bereits in Gebrauch sind. Der Prozess des Ein- und Auslagerns von Daten trägt auch dazu bei, Probleme im Zusammenhang mit der Autorität von Entitäten zu minimieren, sodass nur Spielarbeitsknoten im richtigen Shard nicht eingelagerte Entitäten in diesem Shard aktualisieren können. Dies führt zu einer netten Eigenschaft der Server-Meshing- und Persistent-Streaming-Architektur, in dem der Zustand der Entitäten während des Spiels transaktional persistiert wird, sei es in einem Shard oder einer globalen Datenbank durch das dortige Ablegen und Speichern von Entitäten. Ein einzelner Serverabsturz oder 30K-Fehler sollte somit nicht mehr zu einem Itemverlust führen. Dieses Modell hat auch einen echten Skalierbarkeitsvorteil, der sich aus der Trennung der leseintensiven Arbeitslasten in der globalen Datenbank und den schreibintensiven Arbeitslasten in den einzelnen Shard-Datenbanken ergibt. Der Global Graph existiert, um einen nahtlosen Zugang zu euren Besitztümern zu ermöglichen, egal auf welchem Shard oder in welchem alternativen Universum ihr gerade spielt. Zurück zu Paul Reindl, der uns nun etwas über die Vorteile der Server-Meshing-Architektur erzählt. Der erste Vorteil ist natürlich der, dass CRG das Problem der Synchronisation zwischen verschiedenen Serverknoten ausmerzt. Jeder Serverknoten hat eine einzige Verbindung zum Replikationslayer, über den Aktualisierungen für Entitäten von Interesse abgerufen werden können. Der zweite Vorteil ist, dass die gleiche Streaming- und Replikationslogik, die CRG bereits für Clients verwendet hat, auch auf Servern anwenden kann und dass die Serverknoten nur in einem kleinen Bereich gestreamt werden, was die Leistung erheblich steigern wird. Außerdem kann damit die Ausfallsicherheit in Zukunft erhöht werden. Solange der Client mit dem Replikationslayer verbunden ist, bleibt die Verbindung bestehen, auch wenn der Serverknoten ausfällt. In diesem Fall kann die Simulation für eine Entität für einen Moment angehalten werden, aber sobald ein neuer Server online geht, wird die Simulation einfach fortgesetzt. Während die zugrunde liegende Technologie, die Basis, kurz vor der Fertigstellung steht, gibt es noch einige Herausforderungen, die CRG lösen muss, bevor sie in die Veröffentlichung gehen können. Die erste Version dieser Technologie wird ein statisches Server-Mesh enthalten. Anstelle des vollständig dynamischen Meshes weist das statische Mesh den Serverknoten vordefinierte Abschnitte eines Sonnensystems zu. Dadurch wird der Umfang des Autoritätstransfers reduziert, den der Spielcode in dieser ersten Version bewältigen muss. Es wird auch eine Menge Herausforderungen für die Teams der Game Services und Spielfeatures geben. Es gibt viele Teile des Spiels, die von dieser neuen Server-Meshing-Architektur betroffen sind. Also alle Features, die sich auf das Konzept eines Servers stützen müssen. Wenn man sich derzeit mit einem Spielserver verbindet, wisst ihr, in welchem Match ihr euch befindet. Um also Nachrichten und Aktualisierungen an diesen dedizierten Server zu senden, sucht CRG einfach euer aktives Spiel und sendet dann diese Nachrichten und Informationen dorthin zu diesem Server. Dieses Konzept muss geändert werden, weil wir es jetzt mit einem Mesh zu tun haben. Es gibt also mehrere Spielserver, die diese Informationen enthalten müssen. Sie müssen in der Lage sein, diese dynamisch zu abonnieren oder sich dynamisch abzumelden, wenn Spieler durch Server wechseln. Wir können uns also vorstellen, dass dies Auswirkungen auf Dinge wie Missionen hat, die derzeit lokal und exklusiv auf einem Spielserver gespawnt werden. Diese müssen zukünftig global auf Shards gespawnt werden, die später von mehreren Servern berechnet werden und sie müssen auch ihren Status beibehalten. Alle Services, die mit den Missionen verbunden sind, sei es das Quantum-System im Backend oder die Quasar-Tools, müssen nun über das Konzept eines Shards Bescheid wissen. Das geht auch in die Tiefe, zum Beispiel bei Dingen, die mechanisch sind. Zum Beispiel, wie man den globalen Chat auf einem Server zum Laufen bringt. Dieses Konzept muss nun auf Shards ausgeweitet werden, was CRG wahrscheinlich dazu veranlassen wird, dies zum Beispiel als ortsbezogenen Chat zu implementieren. Und so müssen viele Teams im Unternehmen jetzt ihre Funktion ändern, um
die dahinterstehende Meshing-Technologie zu berücksichtigen, denn das Konzept des Servers, das von Anfang an fest verankert war, wird sich zu einem Mesh, zu einem Netz aus Servern verändern. Ja, noch ein kleines Endfazit von mir. Das alles ist hochkomplex und hört sich super toll an. Es hört sich greifbar an. Aber schraubt eure Erwartungen nicht zu hoch. Was hier von CIG versucht wird, ist wieder nicht mehr und nicht weniger die Grenzen des bis dato technisch Machbaren zu sprengen. Ergo geht es hier nicht nur um die Kompetenz der Entwickler, die zweifelsohne einige der hellsten Köpfe der Branche sind, die CIG dort aktiv beschäftigt hat mit der Realisierung dieser Vision, dieses Konzepts. Nichtsdestotrotz können auch diese klugen Köpfe, an sehr reale Grenzen stoßen, die nicht überwunden werden können, egal wie erfahren sie sind. Dieses System muss die Spielerkapazität erheblich verbessern und in der Lage sein, viele Schiffe zu rendern, um die avisierten großen Raumschlachten in einem Spielbereich Realität werden zu lassen. Und vielleicht werden die Grenzen des Machbaren kleiner sein, greifbarer sein, als Chris Roberts das sich wünscht. Vielleicht werden wir für die nächsten Jahre erstmal mit 100 anstatt mit 1000 Spielern auf einem Chart leben müssen. Die Frage ist, ob und wie die Spieler, die Backer, das akzeptieren. Versteht mich nicht falsch. Ich bin zuversichtlich, dass auch diese hier vorgestellten Technologien von CIG realisiert werden können, dass sie ihr Projekt erfolgreich umsetzen werden. Aber es kann etwas sein, das noch Jahre über 2022 hinaus benötigen wird, bis es so funktioniert, dass wir die von Chris Roberts erträumten Raumschlachten und mit Menschen und KI-NPCs gefüllten Landezonen sehen können werden. Damit schließe ich mit diesem Video. Hoffe, dass ihr eine interessante Zeit hattet, dass ihr einige Aha-Effekte hattet. Ich hatte sie. Wir haben jetzt ja schon einige Server-Meshing-Videos gehabt, aber diese Übersetzung fand ich wieder hochgradig spannend. Sie hat wieder ein weiteres Puzzleteil hinzugefügt, um ein Gesamtverständnis zu bekommen, dessen zu bekommen, was CIG sich hier vorstellt. Und wir werden sehen, was passiert. Das nächste Jahr 2022 wird auf jeden Fall hochgradig spannend und ich freue mich sehr auf das nächste Jahr und bin neugierig, auf die Ergebnisse und was möglich sein wird und was auch nicht möglich sein wird. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei meinen Unterstützern auf tippi.com. Kommt auch ihr gerne dazu, wenn ihr euer Dankeschön geben wollt für die Arbeit an diesen Videos. Freue ich mich sehr. Dort gibt es auch das ein oder andere Schmankerl extra. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen und wir hören uns beim nächsten Video. Alles Gute, bis dahin. Tschüss.